Das Geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geheimen Kabinetts. Heutiges Thema? Totschick. Mörderische Mode. Mode, ausgerechnet. Wer mich mal persönlich getroffen hat, und das könnte zum Beispiel auf dem nächsten Potstock vom 11. bis 13. August 2017 passieren, der wird wissen, dass Mode und ich vermutlich zwei ganz getrennte Welten darstellen. Nichtsdestoweniger möchte ich mich heute mal auf dieses Feld wagen. Auf dieses durchaus tödliche Feld, wie sich herausstellt. Und damit meine ich nicht die Gefährlichkeit von Frauenschuhen mit hohen Absätzen, auch wenn die durchaus schmerzhafte Wunden verursachen können. Die Narbe von der Tanzstunde in der neunten Klasse kann man immer noch auf meinem Fuß sehen. Danke, Rebecca, wenn du das hörst. Du hast einen bleibenden Eindruck hinterlassen von meinem gebrochenen Herzen mal ganz abgesehen. Aber ich schweife ab. Mode gibt es ja wohl schon so lange, wie es Gesellschaften gibt. Die Art, sich zu kleiden, und nichts anderes steckt ja in dem Begriff Mode, von lateinisch Modus, Art und Weise, war schon immer eine Möglichkeit, sich einer Gruppe zugehörig zu zeigen, beziehungsweise von anderen Gruppen abzugrenzen. Lange Zeit war das der Adel und die herrschende Schicht, die hierin den Ton angaben, nach der sich auch die unteren Schichten richteten. Dabei ist elitäre Mode oft gekennzeichnet von Elementen, die nicht allein der Praktikabilität der Bedeckung des Körpers dienen, sondern ganz im Gegenteil oft unbequem oder einschränkend sind. Als der Graf Fulco von Anjou wegen seines deformierten Fußes besonders große und vorne spitz zulaufende Schuhe tragen musste, Folgte ihm angeblich sein ganzer Hofstaat und löste so die mittelalterliche Mode der Schnabelschuhe aus. Wobei die Herleitung von diesem Grafen zumindest fraglich ist, denn erst 250 Jahre nach dessen Tod wurden diese extrem langen und spitz zulaufenden Schuhe in ganz Europa populär. Von den Adligen ging die Mode auf die einfache Bevölkerung über, denen man das Tragen dieses Status jedoch in Kleiderordnungen verbot. Daher wohl auch die Redensart auf großem Fuß leben, nur die Eliten waren dazu befähigt auch an den Schnabelschuhen sieht man etwas typisches für moden sie kommen in wellen und sind nach kurzer zeit verschwunden um dann wieder in neuen wellen aufzuleben um 1400 war die erste schnabelschuhwelle schon wieder abgeebbt um dann 50 jahre später für wenige jahrzehnte noch einmal in mode zu kommen ende des 15. jahrhunderts war es dann endgültig mit dieser schuhmode vorbei Luther und seine Zeitgenossen trugen schon die vorne abgerundeten oder ganz flachen, sogenannten Ochsenmaulschuhe. Aber tödlich war diese Mode jetzt nicht, ganz anders als die im 17. und 18. Jahrhundert aufkommenden Gesichtspuder. Anders als heute, da gebräunte Haut suggeriert, man könne sich regelmäßige Fahrten an sonnenbeschiedene Truppenstrände leisten oder zumindest den Besuch im Sonnenstudio. Wollten insbesondere die Damen der frühen Neuzeit als besonders blass und edel erscheinen. Nur die auf den Feldern hart arbeitende Landbevölkerung hatte gebräunte Haut. Bleiche Haut hingegen bedeutet, dass man es nicht nötig hatte, körperlich zu arbeiten. Diese puppenhaft wirkende Erscheinung hatte jedoch einen unangenehmen Nebeneffekt. Das weiße Puder-Make-up wurde sehr häufig auf Basis des hochgiftigen Bleiweiß hergestellt weil dieses für besonders gute Deckkraft und gleichmäßig natürliches Finish sorgte, obwohl man schon von der toxischen Wirkung wusste. Der hohe Bleigehalt führte nämlich zu einer schleichenden Bleivergiftung. Symptome reichten von geschwollenen Augenpartien, angegriffenem Zahnschmelz und Nekrosen, die die Gesichtshaut schwarz färbte. Um dies zu kaschieren, mussten die Damen noch mehr Puder auflegen, was die Vergiftung nur noch schlimmer machte und schließlich zum Tode führen konnte. Die berühmte englische Kurtisane Kitty Fisher soll beispielsweise im Alter von nur 23 Jahren an dieser Bleivergiftung gestorben sein. Zudem konnte der Bleigehalt auch zu Haarausfall führen, weswegen die Frauen von Stand oftmals künstliche Augenbrauen trugen, die unter anderem aus Mäusefell gefertigt wurden. Perücken aus Pferdehaar bedeckten das oftmals schon durch die Bleivergiftung schüttere Haupthaar. Kleine Hautveränderungen konnten auch mit kleinen Aufklebern aus schwarzem Taft, Leder oder gummierten Papier abgedeckt werden, die Leberflecken simulierten. Mit der Positionierung des sogenannten Mouche konnte man zudem Eingeweihten kleine Botschaften zukommen lassen. In England zeigte beispielsweise ein Schönheitsfleck auf rechter oder linker Wange die politische Zugehörigkeit zu den Whigs oder zu den Tories an. Am Hof des französischen Sonnenkönigs ging es natürlich um etwas anderes. Ein Fleck am Augenwinkel bedeutete Leidenschaft, an der Nase Keckheit und wer den Fleck am Mund trug, wollte Küsse. Trug man den Fleck am Kinn, war man verschwiegen, auf dem Dekolleté wies man auf Großzügigkeit hin, was immer das da heißen mochte. Aber Vorsicht, ein Musch auf der rechten Wange bedeutete, man war schon vergeben, links bedeutete, man war noch zu haben. Ich stelle mir allerdings englisch-französische Gesellschaftstreffen als ziemlich verwirrend vor. Mit der französischen Revolution kam ein abrupter Modewechsel. Die bisherige überbordende Mode der Eliten wurde nun als aristokratisch verschmäht. In Anlehnung an die klassische Antike trugen Frauen nun schlichte Baumwollkleider, die den weiblichen Umriss betonten und fast wie Unterwäsche wirkten. Es hieß, es sei die Bekleidung der revolutionären Frauen gewesen, die diese in den Gefängnissen des Ancien Regime trugen und die nun ihre damalige Tapferkeit widerspiegelten. Wie Mode es so an sich hat, ging auch das ins Extreme. Damen von Welt bevorzugten nun leichte Musselinstoffe, Gase oder Linnen, die fast durchsichtig erschienen. Oftmals trugen sie dazu pinke hautenge Unterwäsche, die den Eindruck erweckte, unter dem Kleid nackt zu sein. Erstmals nach Jahrhunderten konnte man die natürliche Form von weiblichen, natürlichen Proportionen von Bein und Po wieder erahnen. Ein Skandal. Dass man allerdings diese Kleider noch zusätzlich outengen Anliegen gemacht habe, indem man mit vom Bart feuchten Körper direkt in die Kleidung stieg, ist wohl ein Mythos. Auch wenn damalige Kritiker eine Grippewelle Anfang des 19. Jahrhunderts von dieser Praxis ableiten wollten. Die sogenannte Mousselin solche von Paris. Aber es ist doch recht unwahrscheinlich, dass eine derartige Kleidung besonders lange feucht bleibt. Allerdings könnte es schon zu vermehrten Krippefällen gekommen sein, da die Damen ihre leichten Kleider auch im tiefen Pariser Winter nicht durch warme Gewänder eintauschen wollten. Napoleon schob dieser Art der freizügigen Mode und der egalitären Rolle der Frauen der Revolution wieder einen Riegel vor, es sollte noch bis zum 20. Jahrhundert dauern, bis Frauen wieder diese Art von sexueller Freizügigkeit an den Tag legen konnten. Doch das war natürlich nicht das Ende todbringender Kleidung. Die Krinoline, etwa eine käfigähnliche Reifrockkonstruktion, soll im 19. Jahrhundert für etliche Todesfälle sorgen. Um 1830 kam dieser ausladende Rock, ursprünglich mal im Renaissancezeitlichen Spanien entstanden und nach kurzem erneuten Gastspiel in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts nun in ganz Europa in Mode. Beliebt wurde dieser Rock, weil er das übliche Tragen von mehreren Unterkleidern ersetzte und dennoch ein großes Volumen ermöglichte. Nach ersten Experimenten mit Rosshaar, Fischbein oder gar aufblasbaren Gummischläuchen setzte sich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts eine Stahlkonstruktion durch. Die die beste Formstabilität aufwies und Saumumfänge bis zu acht Metern ermöglichte. Diese ausladenden Modelle waren nicht nur äußerst unpraktisch, sondern auch irregefährlich. Denn die Säume verfingen sich leicht in Kutschenrädern oder Maschinen, zudem boten sie eine erhöhte Brandgefahr. In den ersten zwanzig Jahren nach ihrer Einführung kam allein in England durch die Crinoline Mania an die 3000 Frauen ums Leben. 1861 starben allein neun Tänzerinnen des Continental Theaters in Philadelphia, nachdem sich das Kleid der Schauspielerin Cecilia Gale an einer Gaslampe entzündet und die Flammen übergesprungen waren. Eins der prominentesten Opfer war die Ehefrau des Dichters Henry Wadsworth Longfellow, Fanny, als sie mit ihren Kindern mit heißem Siegelwachs spielte und ein Streichholz oder brennendes Papier herunterfiel. Die Krinolinen wirkten dabei wie Käfige, aus denen die Frauen sich nicht mehr befreien konnten. Angeblich gab es sogar Fälle, in denen bei Gewitter Blitze in die Stahlkonstruktion eingeschlagen hatten. Doch auch die Männer waren nicht vor tödlicher Mode gefeit. Im Biedermeier erfreute sich der hohe Stehkragen bei Männerhemden großer Beliebtheit. Passenderweise als Vatermörder bezeichnet, war er nicht ganz ohne. Der abdehbare Kragen war nämlich so steif und fest, dass er im Einzelfall zum Tode führen konnte, indem er die Luft oder die Blutzufuhr zum Gehirn abschnürte. Meist, wenn die Herren nach zu viel Alkoholgenuss eingeschlafen und der Kopf nach vorne oder auf die Seite gefallen war. 1888 berichtete die New York Times in einem Nachruf für einen gewissen John Kurtsey, sein Kopf fiel ihm auf die Brust und sein steifer Kragen blockierte die Luftröhre, und behinderte so den Blutfluss durch die ohnehin blockierten Venen, was den Tod durch Aphyxie und Apoplexie verursachte. Ob der Name Vatermörder, wie die Legende will, tatsächlich durch eine stürmische Umarmung eines Vaters durch seinen heimkehrenden Sohn benannt ist, der ihm dabei mit der Spitze seines Kragens ein Auge ausgestochen und damit seinen Tod verursacht haben soll, ist unklar. Möglichst auch eine Verballhornung des französischen Parasit- also des Mitessers, da angeblich an den Ecken des Kragens oft Speisereste hingen blieben, dass die Deutschen dann als Parasit Vatermörder verstanden hätten. Aber auch die Hersteller von Kleidung waren nicht außer Gefahr. Der verrückte Hutmacher aus Alice im Wunderland hatte in den Handwerkern des 18. und 19. Jahrhunderts ein reales und auch düsteres Vorbild. In der Hutmode dieser Zeit waren gerade Kaninchen und Hasenfelle sehr beliebt, die mit Quecksilber gebürstet wurden, um sie zu verfilzen. Quecksilber ist äußerst toxisch und wandert beim Einatmen über das Blut ins Gehirn, wo es immensen Schaden anrichtet. Erste Symptome zeigen sich an zitternden Händen, hinzutreten psychologische Probleme wie Paranoia und Angstzustände. Schließlich führt die Vergiftung zu kardiorespiratorischen Problemen und zu Zahnausfall. Viele Hutmacher starben schon in jungen Jahren. Obwohl man schon früh um die Gefahren des Quecksilbers wusste, passierte relativ wenig. Schließlich waren nur die Hutmacher in Gefahr, nicht die Träger der Hüte. Viele betrachteten das einfach als einen Nebeneffekt des Jobs. Erst durch den Rückgang der Hutmode in den Sechzigern, nicht durch Regulierungen etwa, wurde das Problem des Quecksilberbürstens schließlich völlig beseitigt. Apropos Bürsten: manchmal ist das schon tödlich. Seit seiner Erfindung durch John Wesley Hyatt im Jahr 1856 wurde für die Produktion von vielen Haushaltsutensilien Celluloid eingesetzt. Das Material, das Elfenbein ersetzen sollte, rettete zwar Elefantenleben, führte aber zu manchen menschlichen Toden. Das Material besteht im Wesentlichen nämlich aus Schießbaumwolle, das mit Kampfer als Weichmacher gemischt ist und hochexplosiv ist. Mit der Zeit zersetzt sich das Material und geht von selbst hoch, oder wenn es zu heiß wird. Mehrere Frauen, die celluloidkämme als Haarschmuck verwendeten, sollen so zu Schaden gekommen sein. 1910 starb ein Mann in Pittsburgh, als beim Kämmen seines langen weißen Bartes sein Kamm explodierte. Übrigens ging auch Hyatts erstes Produkt, die Billardkugel, ab und an in die Luft, wenn man sie im Spiel gegen eine andere schoss. Ein Besitzer eines Saloons in Colorado schrieb 1867 ein Hyatt, mir persönlich macht das nichts aus, aber jedes Mal, wenn die Kugeln zusammenstoßen, ziehen alle Männer im Raum ihre Revolver. Mode ist so mörderisch, dass es sicher noch viele weitere Beispiele für Todesfälle durch Kleidungsstücke gibt. Ich setze diese Folge sicher demnächst noch einmal fort. Für Hinweise bin ich übrigens sehr dankbar, insbesondere für historische Beispiele. Aber selbstverständlich bietet auch heutige Bekleidung tödliche Gefahren. Beispielsweise Socken. Für England gibt es, ach wen wundert's, sogar Zahlen. 2003 wurden sage und schreibe 11.788 Menschen in Krankenhäuser eingeliefert, nachdem sie sich beim Anziehen von Socken oder Strümpfen verletzt hatten. Jedes Jahr sterben nach Schätzungen davon zwischen fünf bis zehn an ihren Verletzungen. Damit ist es also ebenso wahrscheinlich an einem Terroranschlag als an seinen eigenen Socken zu sterben. Also Augen auf beim Kleidertragen. Wir Podcaster sind ja zum Glück davor gefeit, denn wir podcasten sicherheitshalber unbekleidet. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Butler.